Yo Leute, was geht? Hier ist euer freaking Map mit einem Video. Heute zeige ich euch einen neuen Wall Breach auf der Map Hunted und ja, der Founder bin ich freaking, also würde mich echt freuen, falls ihr den Glitch hochladen würdet, dass ihr mich verlinken könntet. Ansonsten fangen wir am besten mal mit dem Glitch an. Also als allererstes braucht ihr die Punkteserien Dart und Geschütz und zusätzlich braucht ihr in eurer Klasse noch das C4, sonst klappt der Glitch nicht. Und ja, da können wir mal mit dem Glitch anfangen. Ja, wenn dann die ganzen Sachen habt, dann könnt ihr das Spiel starten und müsst euch erstmal die Streaks erspielen. Wenn ihr es dann gemacht habt, dann stellt euch an die gleiche Position, wo ich gerade bin, werft euer C4 am Boden, nimmt dann die Dart in die Hand, geht dann hoch mit dem D-Pad zum Geschütz, werft den Dart, klickt dann auf das Geschütz und drückt dann Double Viereck oder Double X auf der Xbox One, dass ihr euer C4 auslesen könnt. Ja, dann stirbt ihr. Und wenn ihr es genauso gemacht habt wie ich, dann bleibt der Dart in der Wand stecken. Dann läuft ihr einfach da wieder hin und springt hoch. Also in meinem Fall habe ich es einfach 2 Darts genommen. Ihr könnt aber auch einfach Wall Run, dann kommt ihr genauso hoch auf den Dart. Und ja, wenn ihr auf dem Dart seid, dann macht ihr einfach nur den Backwards Mantle Blitz. Das heißt, dass ihr nach vorne springt und wieder zurückboostet. Und ja, dann mit paar Versuchen glitscht ihr dann schon in die Wand rein. Und ja, das war's mit dem Glitch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Und